Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist es soweit. Es ist Ende September und es ist tatsächlich Life is Strange 2 rausgekommen. Ihr habt ja bereits das Awesome Adventures of Captain Spirit Let's Play von mir auf meinem Kanal gesehen. Das war ja so eine kleine kostenlose, Anheizung von Don't Not, um uns auf Life is Strange 2 vorzubereiten. Und da gab es ja damals in Captain Spirit schon die ein oder anderen Anspielungen auf die vorigen Life is Strange Teile. Ich bin ein mega Fan von dieser Reihe. Ich finde die Adventures, die Don't Not macht, super und freue mich auch wieder riesig auf Life is Strange 2. Und eben aus aktuellem Anlass, da ich ja seit diesem Jahr einen YouTube-Channel habe, werde ich meinen Spiel, in dem ich sehr viel Herz drin verloren habe bisher, mal live Let's Playen und habe hier Life is Strange 2 vor mir und bin sehr gespannt, denn wie ich ja aus Quellen und Infos gehört habe, ist ja tatsächlich nicht unbedingt gesagt, dass es sich mit irgendwas mit Captain Spirit zu tun haben wird, diese ganze Sache hier, was in Life is Strange 2 passiert. Aber ich bin mal gespannt, was sie für Anspielungen auf die ersten Life is Strange-Teile machen, speziell auf ihren ersten, den ja auch Don't Not entwickelt hat. Der Before the Storm war ja gar nicht von denen. Und bin allgemein mal sehr gespannt, weil die Story ist ja einerseits immer ein ziemlicher, teilweise so ein bisschen so ein banaler Alltag eines Teenagers, der vielleicht nicht ganz das leichteste Leben hat, dass er dann immer in ziemlich krassen Mystery-Abfuck abdriftet. Und mal schauen, was sie da beim zweiten Teil für uns vorbereitet haben. Aktuell ist Episode 1 verfügbar. Und ich habe hier im Speicherstand 5 nicht sonderlich viel gemacht. Das war nur kurz ein Test, ob meine Einstellungen bezüglich Bild und Ton alle passen. Wir fangen natürlich für dieses Let's Play komplett von vorne an. Nehmen wir hier den Spielstand 2. Und da haben wir schon mal die erste Frage. Ob wir denn Life is Strange Season 1 gespielt haben? Und das haben wir getan, ja. Das habe ich sogar mehrmals durchgespielt. Und jetzt fragt er uns natürlich, wie haben wir das Spiel beendet? Denn scheinbar hat das einen großen Einfluss und Auswirkung auf die Geschehnisse, die jetzt in diesem Life is Strange 2 passieren. Und um das mal wahrheitsgemäß zu beantworten, ich habe natürlich das letztendlich beides gemacht, aber bei meinem Hauptspielstand, der meine Entscheidungen in der kompletten Freiheit und meines eigenen Gefühls unterlegen waren, habe ich Arcadia Bay tatsächlich geopfert. Denn wer Life is Strange 1 nicht kennt, und ich denke, ich kann jetzt sagen Spoilerwarnung, aber ich denke, es ist vollkommen okay, wenn ich das Ende erzähle, weil das Spiel ist jetzt schon wirklich sehr alt und wer Interesse an Life is Strange 1 gehabt hätte, der hätte sich das bestimmt schon reingezogen. Es gab ja die Auswahl am Ende, Chloe als Freundin zu behalten und deren Leben praktisch zu retten, aber dafür wird Arcadia Bay dem geopfert und der Tornado wird über das Land hereinbrechen. Und die andere Möglichkeit wäre, dass Chloe gestorben wäre, wir unsere beste Freundin verloren hätten und Arcadia Bay aber retten hätten können. Denn wir haben da ja die Protagonistin Max Caulfield gespielt, die eine Superkraft hatte. Und zwar konnte die ja die Zeit zurückdrehen in gewissem Maße und hätte da am Ende die Entscheidung treffen können, die Stadt zu retten oder ihre beste Freundin. Und in meinem allerersten Durchgang habe ich mich für die Freundin entschieden und nicht für die Stadt. Deswegen werde ich das jetzt auch hier anknüpfen und sagen, ich habe Arcadia Bay geopfert, ja. So. Jetzt gucken wir gleich mal, ob er die Soundeinstellungen alles so gelassen hat, wie ich das möchte. Hat er natürlich nicht. Hat er nicht. Okay, dann werden wir das schnell machen, weil das ist wichtig, damit alles passt. Das hatte ich 1 tiefer und das hatte ich 2 tiefer. So hatte ich es, glaube ich. Bezüglich der lizenzierten Musik stumm schalten. Das habe ich ja bei Captain Spirit angemerkt, dass ich das gemacht habe, weshalb im Intro auch im Grunde gar keine Musik lief.
Aber als ich mir dann mein Captain Spirit Let's Play hochgeladen habe und mal so verglichen habe, die anderen Let's Player, die Captain Spirit so eingestellt haben, egal ob sie groß oder klein waren, die haben einfach auf diese Einstellung geschissen und haben die lizenzierte Musik drin gelassen. Ich habe echt keinen gesehen, der das gemacht hat wie ich. Und deswegen denke ich, dass das auch kein Problem ist. Und ich lasse es einfach so und die Musik wird abgespielt. Ich sehe das einfach als Ingame-Soundtrack und Ingame-Soundtracks werden ja sowieso nicht gesperrt. Also wird die Einstellung so gelassen und gibt keine Diskussion. Da habe ich, glaube ich, nichts verändert gehabt. Genau, das passt alles so. Und dann würde ich sagen, ist alles soweit getan, um loszulegen. Wir können sagen, neues Spiel. Ja, ich habe bis jetzt nicht so viel von Life is Strange gehört. Ich habe mich auch nicht mehr weiter informiert, denn ich will so ein Spiel immer ganz gern komplett unberührt angehen und mich nicht von irgendwelchen eventuellen Twitter-Ankündigungen oder irgendwas spoilern lassen. Das Einzige, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass es, wie gesagt, nicht zwangsweise nochmal was mit Captain Spirit zu tun hat und wir einen Jungen im mittleren Alter spielen, ich schätze mal so im Highschool-Alter, Teenie-mäßig, und es irgendwie noch um einen kleinen Jungen geht, der ihn begleitet irgendwie, und mehr weiß ich im Grunde auch nicht, was es genau mit denen auf sich hat, was die denn für Probleme haben oder wie es denen ergeht, keine Ahnung, das ist jetzt alles für mich auch neu. Wie ihr gerade auch gesehen habt, habe ich außer diesem kleinen kurzen Testspielstand unten zum Checken auch noch nicht selbst gespielt. Das heißt, ich gehe auch komplett unverblümt an die Sache ran und kenne lediglich die ersten 5 Minuten. Also alles, was hier passiert, ist auch für mich Neuland und ihr seht praktisch meine Live-Reaction auf das Geschehen in diesem Spiel. Matthews K. Thanks, 303. Copy. Okay. Dispatch, I need to run a license check on that 10. Es spielt im Jahr 2016. Shit. Officer Matthews, I've got a 1010 Wobei in das natürlich progress. auch eine. 1452 Lewis Avenue. I'm Es gonna need könnte auch backup. ein Rückblick sein, so wie das aussieht. All backup available. Ich wüsste jetzt auch nicht auswendig, wer Matthews K. war. Zumindest als wäre mir der Name als Polizist nicht bekannt. Oha. Es hat irgendetwas das Auto umgeworfen, es sind Schüsse gefallen. Okay, ist schon mal interessant. Ich habe jetzt nur allerdings überhaupt keinen Plan, in was für ein Zusammenhang das steht. Und da haben wir auch schon die erste Musik. Lass mal es einfach auf uns mal wirken, was hier jetzt passiert. Sehr nett. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point.
Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Okay. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic! So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Oder sie hat halt einfach keinen Bock, schwanger zu werden. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Sauber. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Okay, ich denke, mit dem werden wir noch öfters mal was zu tun bekommen. Wir haben schon mal einen Arschloch-Nachbarn. Man, we need to find a couch for your yard one day. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want a hit or not? Okay, Spiel. Ich weiß, was du von mir willst. Ich weiß es, Spiel. Du möchtest wissen, ob ich deinem Zwang entgehen kann. Ich meine, wir sitzen hier gerade auf der Veranda vor dem Haus, bei dem letztens fast schon Stress bekommen hat, dass sein Vater ihn beim Rauchen erwischt. Und jetzt sollen wir hier mit unserer gefriendzonten Freundin scheinbar hier eine rauchen. Aber komm, ich meine, wir sind jugendlich, wir sind rebellisch. Shut the fuck up, machen wir's. Yeah, okay. It's Friday. Beste Begründung ever. Kann man mal machen. Thanks for making me smoke again. Oh, then I'll make sure you don't smoke any weed tonight. Deal? Deal. Can't wait to see you baked as hell trying to pull this off. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you don't doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies. Munchies. Und was machst du, wenn ich jetzt meine Hände wasche? Chips and dip, soda, etc. Du hast ein Smartphone, Mann. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead?
Dachte ich mir auch gerade. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Als würde man dafür eine Decke brauchen. One last thing. C-O-N-D. Natürlich. Oh, stop. You're out of room, punk. Das ist, die B ist einfach die beste Antwort. Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. You don't want to go down that road, dude. My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. Ach so. You wish. Oh, these fucking planes, man. Chemtrail Verschwörung. I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Benutzt sie emo gerade als Synonym für depressiv? Das ist schon deep. Das ist schon sehr deep. Ja, ich gehe mal stark von aus, dass... Yeah, man. Friends forever. Dass das bei den beiden der Fall sein wird. What happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal den ganzen Schwung von Zeug anschauen können, wie wir Life is Strange so kennen, sobald wir uns das erste Mal bewegen können. Hey, perfect timing. Just the sun I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. Okay, das ist sein Bruder. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last choco. Oh, es geht um den letzten Schokoriegel. Es geht um den letzten Schokoriegel. Party and stuff. So, well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Hmm. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final choco crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or this father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Let him decide. Wo Judge? Wie es aber auch aufgezogen hat, der Vater. Please. Wie es halt auch aufgezogen hat. Okay, also er sollte sich jetzt eigentlich an der Entscheidung, wer den letzten Schokoriegel bekommt, jetzt nicht so verrückt machen. Andererseits, als er das erwähnt hat, dachte ich, hey komm, kleiner Bruder, Schokoriegel sofort. Aber dann hat er gerade was gesagt von, ja, wenn du auf die Party willst, musst du es dir verdienen. Und ich habe keine Ahnung, wie der Vater drauf ist. Vielleicht sagt er jetzt, wenn ich den Kleinen gewinnen lasse, dass ich das mit der Party vergessen kann. Das wäre mega arschig. Ach komm, man muss immer so seinen Bruder halten. Und der braucht jetzt keinen Schokoriegel. Der kann darauf verzichten. Daniel is innocent. And so the jury gives him the Choco Crisp. Oh yeah, I win. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together. Like you always do.
Hey, hey, I have to go to work in my room, too. Yeah? Don't hurry back. Okay, es war doch nicht so schlimm. Das, der Vater ist doch cool. So, okay, jetzt haben wir das erste Mal Macht über den Charakter hier. Und schau mal nach, was hier alles so zu erkunden und zu anzuklicken ist. Jetzt haben wir hier erstmal einen wütenden Hinweis. Den können wir uns ansehen. That's right. Und wir haben mal wieder ziemlich viel zum Durchlesen in den Life is Strange Teilen. Da werde ich dieses Mal mir richtig viel Zeit dafür lassen und das wirklich mal durchziehen. 20. Oktober 2016. Herr Diaz, Ihre Grundstücksgrenze überschneidet sich mit meiner und Ihre Kinder sind laut und bleiben nicht auf Ihrer Seite. Ich habe Ihnen mehrmals gesagt, Sie sollen einen gesetzmäßigen, vernünftigen Zaun nicht höher als 1,80 gemäß der Benutzungsordnung von Seattle zwischen unseren Grundstücken bauen und bis jetzt haben Sie dies nicht getan. Ich kenne meine Rechte als US-Bürger, Sie vielleicht nicht, aber ich erwarte, dass Sie diesen Regeln folgen. Falls Sie keinen vernünftigen Zaun errichten, bringe ich Sie vors Bagatellgericht für Schadensersatz. Ihr Nachbar Scott Vaughn Forster. Okay. Da ist also schon mal ein Streit mit diesen Nachbarn im Gange. Ich schätze mal, das sind die Nachbarn, von denen auch dieser arschige Junge da Better pack kommt. For the party. Okay, Inventar like Resident Evil oder was? Okay, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn alles einstecken? Wir haben in der also das ist das, was wir in der Tasche haben, verstehe. Ein Geldbeutel mit $3.20. Wir sind ja, das ist mal wieder diese schöne Armut, die man als Schüler so hat, ne? Dann haben wir ein Feuerzeug. Jens Notiz, sie hat mir vor ein paar Wochen geholfen, sie ist echt cool. Okay, falls du Hilfe mit Mathe brauchst, ruf mich an. Ist das ein Anführungszeichen Mathe oder ist das wirklich Mathe? Weil das würde entscheiden, ob sie cool oder ein Nerd ist. Wobei man auch ein cooler Nerd sein kann, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ah, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Papas Feuerzeug. Natürlich gehört das dem Papa, als würde er irgendwo anders ein Feuerzeug herbekommen. Ich liebe dieses Feuerzeug aus Papas Kindertagen. Das würde ihm weniger gefallen, wenn er wüsste, warum ich es behalte. Okay, dann der Geldbeutel. Ich werde allerdings versuchen, das hier nicht zu verlieren, wie auf der letzten Party. Okay, ja gut, ich schätze mal, du hast auch einen Ausweis da drin, aber wenn es nur 3,20 sind, dann ist das eigentlich scheißegal, ob du das verlierst, aber ich gehe mal schon von aus. Oder nein, da ist der Ausweis extra. Gibt es ein universelles Gesetz, das besagt, wir müssen auf Dokumenten aussehen wie Idioten? Ach, das ist in Amerika auch so mit diesen Lichtbildern? Oh mein Gott, die armen... das fand ich ja bei uns schon so assi. Papas Bild. Laila sagt, ich sehe aus wie Papa. Ich nehme an, das ist ein Kompliment. Ja, ich denke schon. Dein Papa war jetzt nicht unbedingt hässlich. Oh, was haben wir hier noch? Eine Wasserflasche. Ich gehe nie irgendwo ohne Wasser hin. Dieser Herbst war bisher echt trocken. Skateboard-Werkzeug. Ich war seit einem Monat nicht im Park. Wenn es anfängt zu regnen, ist es zu spät. Okay. Kopfhörer, ja, schön kabelgebunden in ears, so wie man das möchte. Ein USB-Stick. Der ist seit Monaten da drin, ich weiß nicht mal mehr, was drauf ist. Ja, okay, er hat immerhin 16 GB, kann man was mit anfangen. Das wird der Hausschlüssel sein. Ja, natürlich ist das der Hausschlüssel. Ein Ladekabel fürs Handy. Ja, das ist immer so ein Problem mit dem Ladekabel fürs Handy. Wenn du das einmal auf die Party mitnimmst, das bleibt da liegen. Das gehört dir nicht mehr. Das hast du vergessen für immer und ewig. Anti-Mobbing-Flyer. Sowas trägt er mit sich rum, oder was? Ah, interessant ist, die verteilen sie ständig in der Schule, aber sie landen immer im Müll. Ja, natürlich. E.M. Anderson at Peacock High. Okay. Statistics and You. Nur noch ein Jahr, dann brauche ich kein Mathe mehr. Ein Mathebuch, ja. Für das 11. Schuljahr. Das ist also schon so, wie ich mir das gedacht habe. Federmäppchen. Oh Gott, das sieht aus, ey. Kaum zu glauben, dass ich das Teil seit der 8. Klasse habe. Das sieht sogar für die 8. Klasse scheiße aus, Mann, im Ernst.
Ein Test. Ich hasse Multiple-Choice-Fragen. Ich rate immer falsch. Ja, aber eine C+, das ist doch eine 3. Eine 3 ist doch in Ordnung. Ein Fantasy-Buch. Chronicles of the Basilisk. Siege upon Moorcairn. Okay. Gut, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Dann habe ich hier mein Telefonbuch. Ah, man bekommt wahrscheinlich immer wieder regelmäßig Textnachrichten, wie. Ja, wie bisher auch. Das hat, oh Gott, man kann da so viel Zeug nachlesen, was die schon geschrieben haben und so. Oh mein Gott, da könnte man das ganze Let's Play damit verbringen, das Zeug da durchzuschauen. Ich würde sagen, wir lassen mal diese Sachen, die jetzt aktuell drinstehen, weg und kümmern uns dann um die Nachrichten, die da neu reinkommen, weil sonst wird man echt nicht mehr fertig mit dem Ding im Let's Play. It's nice going jogging with Dad every once in a while. Though he's way too chatty. Gut. Ich muss gleich mal übrigens vorweg sagen, die haben ja an dem Grafikstil und an dem Artstyle einen deutlichen Fortschritt gemacht zu Life is Strange 1. Wenn man sich allein mal hier anschaut, wie das alles hier aussieht und auch der Charakter, das ist schon sehr viel besser. Das gefällt mir. What if Jen came over? We can build a fire and dude, stop. Ein Fernseher. I could just stay home and binge Top Gear with Dad and Daniel, but not tonight. Eine Playbox. Immer diese, ja, keine originalen Konsolen verwenden, könnte ja jemanden beleidigen. I don't know who plays more. Daniel or Dad. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. Minecraft. Okay, sie spielen auf einer fiktiven Konsole ein echtes Spiel. Ja gut, das kann man so machen, aber da hätten sie ja dann auch wirklich eine Xbox One oder so hinstellen können. Aber da hätten sie wahrscheinlich dann die ganzen Sony-Typen wieder beleidigt und deswegen haben sie es bleiben gelassen. Übrigens, ich finde zockende Väter ziemlich nice. Also, weil der gerade bei Playbox meinte, dass der Vater auch spielt. Finde ich cool. Jeez, how old is this? We've had it since I was 10. Alter, der Kürbis. Vor allem steht der da immer. Lassen die den da stehen, auch wenn nicht Halloween ist? Man, is there any more boring sport than baseball? But you do you, Dad. Okay, der Vater ist also Baseball-Fan scheinbar. Aus dem Fenster schauen. Can't wait for the rain. Makes me feel like drawing. Okay. Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher. Sie wohnen ja scheinbar in Seattle. Es ist also eigentlich da, wo in Life is Strange auch eins auch dieser Tornado passiert ist. Dann müssen die ja jetzt eigentlich in der Zukunft leben, die dieser Hurricane verursacht hat. Aber das klärt sich I'm not bestimmt alles bad noch into auf. cars, but these are pretty bitching. Muscle Cars der 60er Jahre. Ach so, man kann da. Ich dachte, man kann drin blättern, scheinbar nicht. Okay. Altes Essen. Dad hates sushi, but he orders it anyway for us. Vor allem, das steht da halt immer noch. Räumt das keiner weg? Die Couch. Ich will mit der Couch interagieren. Ach, man kann sich hinsetzen. Oh, da kommt bestimmt so eine Sequenz, wo ein Lied spielt und man eine Zeit lang zuschauen kann. If things go well, should I bring Jen back here? Maybe Dad won't like her, or she won't like him. Or worse, she could get along with Daniel. Oh, das ist die schlimmste Vorstellung. Die Dude, stop. Freundin kommt mit dem kleinen Why Bruder even besser be klar. yet?
Oh, ich mag diese Sequenzen. Einfach ein bisschen den Gedanken des Charakters zuhören. So eine Filmschnittszene auf das aktuelle Gebiet. Das ist immer schön gewesen. Habe ich damals auch immer schön auf mich wirken lassen. Das ist jetzt hier zwar noch nicht so spektakulär, weshalb ich das jetzt gleich wieder beende. Gesagt hat er ja alles. Aber wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt eigentlich eher so, wie ich es selbst genießen würde. Anstatt da jetzt direkt auf so Let's Play-Regeln aufzubauen. Ich denke, das ist für das, dass ich das hier auch mit Ersteindrücken komplett verbinde, auch eine gute Idee. Come on, move your... Every Christmas, Dad wants to watch the Lord of the Rings trilogy with us. That's cool. Okay. Also meine Herr der Ringe DVD-Box sieht aber anders aus. Ist das mein Zimmer? Nein, es ist Papas Zimmer. Do not enter. Ever. Trust me, Dad. I won't. Er will es auch. Er will auch gar nicht reingucken. Okay, Wohnzimmer haben wir scheinbar fertig. Da ist der Keller. Wollen wir jetzt erst in den Keller? Oder schauen wir uns mal die Küche an? Wir schauen uns mal die Küche an. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't wait for him to be on Instagram. Real funny, Dad. Geldglas mit $10 drin. Meet the Diaz. Organization experts. Hart. Vor allem die Bilder da drauf. Keine. Wöchentliche Hausarbeit. Damit seid ihr gemeint. Sean, saugen, Zimmer aufräumen. Daniel, Badezimmer putzen, Küche putzen, Zimmer aufräumen. Papa, putzen. Pizza, Sean, größer Papa, größer ich. Powerbear, Sean, kacke. Okay, alles klar. Powerbear, Sean, poop. Ah, ich verstehe, man muss die Bilder dazu sehen. Die haben die Pizzastückchen aufgezeichnet und wer was bekommt. Okay, das ist in Ordnung. Ein Mais-Sirup. What the? Is Dad baking something? Naja, zumindest hat er hier mal eine Pfanne hingestellt. Was haben wir denn hier im Schrank? Oh, Kekse. You're coming with me. Was haben wir hier? Halloween-Süßigkeiten. Austauschen! Was kann man denn da bitte austauschen? No way. Dad will kill me if I take his precious candy. Er macht's nicht. Dad is like a big kid. He gets so hyped for Halloween. Ich ja mal überhaupt nicht, ey. Ich hoffe mal, dass keiner bei mir klingelt, Alter. Maybe this is better. Genau, plünder den Schrank und nimm einfach das ganze Zeug mit. Ach so, man kann sich eine Süßigkeit aussuchen und die nimmt man mit. Okay, jetzt habe ich das Verfahren kapiert. Ja, dann lasse ich die Chips. Die Chips sind super. Cross that off the list. Food down, drinks to go. Ein Nudelrezept. Dad's secret recipe fucking rules actually. Okay. Schmetterlingsnudeln, Parmesan, Kirschtomaten, Olivenöl, Meersalz und gemahlener Pfeffer. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Das ist so cool. Deinem unglaublichen Vater für das Rezept danken. Ende vom Rezept. Das ist Pflicht. Okay, cool. Gefällt mir. Okay, was kann man aus dem Kühlschrank holen? Oh, natürlich ist da Bier. Hat er nicht gesagt, dass er Alkohol von seinem Vater rippen will? Keksteig. Man. Daniel could live off this crap. Vor allem lässt man den doch nicht so offen im Kühlschrank stehen, den macht man doch mit so einer Folie zu, oder?
That'll do. Ja, wir nehmen Bier mit. Wir nehmen Bier mit auf jeden Fall. Nein, wir tauschen das nicht mit Limonade aus. Das könnt ihr voll vergessen. Entweder nehme ich beides mit oder nur das Bier. Daniel kept saying, I'm freezing. But we couldn't get him off the skis. Skiurlaub mit Vater und den zwei Söhnen. Okay. Also bis jetzt scheint die Familie mir ja ziemlich, eigentlich friedlich zu leben. Leila hat mir eine Nachricht geschickt. Okay, wo ist die neueste Nachricht? Immer unten. Bist du schon bereit für die Party? Antworte oder ich nehme deinen heißen Papa mit. Als ob du das machen würdest. Lila's so hyped up for tonight. Better hurry. He was so proud to get that. He should be. Esteban M. Diaz ist wahrscheinlich der Daddy. Und er hat eine Auszeichnung als Automobiltechniker bekommen. Das ist ein Meisterautomobilmechaniker. Okay, das ist scheinbar dann auch sein Beruf, weil er ja auch gerade meinte, er ist beim Auto in der Garage. At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, Dad. Mathe-Textaufgaben. Fandet ihr die auch immer kacke? Das ist ein Thema, über das wir reden sollten. Mathe-Textaufgaben. Adam hatte 10 Boxen mit je 19 Bällen. Er hat 2 Bälle verloren. Wie viele Bälle hat er jetzt? Und dann muss man diesen Scheiß als Gleichung aufschreiben oder als Aufgabe. Und muss den... Alter, genau so einen Scheiß haben wir auch machen müssen. Das ist mal sowas von uncool. Maria hat 10 Schokoriegel gekauft und alle bis auf 4 verschenkt. Wenn jeder Riegel 1,25 Dollar gekostet hat, wie viel hat sie für ihre Freunde ausgegeben? Und da was erwachsen ist, eine Rechnung. Damn. The guy never stops working. Eine schöne Invoice hier für 2600 Dollar. Für Autoteile scheinbar. Neubau des Motors. Dienstleistung 1650 Dollar. Die Teile 974,68 Dollar. Okay, das ist eine nette Summe, würde ich sagen. Muss man erstmal drauf klarkommen. Eine Postkarte. Will Dad actually take us there one day? Doubt it. Puerto Lobos, das war doch auch auf dem Feuerzeug drauf, oder? Okay, ich denke, da sind wir auch durch. Das ist Daniels Zimmer und dann ist das ja wohl mein Zimmer. Ja, okay, was haben wir hier? Das Bad. Das Badezimmer von einem Männerhaushalt. Daniel better not use my toothbrush again. Oh, nicht nochmal an. Er hat es also schon getan. Oh, vom Spiegel üben. Der wichtigste Sache ever. Hey, Jen. What's up? Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. Oh. Hey, you wanna share my blanket? Hey, Jen. Do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Ja. Und bitte benutzt keine der Varianten, die du jetzt gerade benutzt hast, in echt, weil ich hoffe, dass ich es entscheiden darf, was er sagt, weil Alter, das wird sonst eine volle Katastrophe. I'm broke, so. Well, it's not my turn to do the laundry. Ach, gehen wir, schauen wir doch erstmal beim kleinen Mann vorbei. Was der hat ja in seinem Zimmer irgendwas vorgehabt. Der wollte irgendwas machen. Oh, er hat abgeschlossen. Bear Slayer. Okay, wir können klopfen. Dude, come on, open up. Why? Because. Hey, ich hab deinen Schoko. Ich hab dir den letzten Schokoriegel erobert, ja. What are you doing in there, Dr. Frankenstein?
Thanks for giving me the choke out, Crisp. That's what big brothers are for. Will ich ja wohl hoffen. Sometimes. What's with the scissors? Can't tell you. It's a big secret. So don't come in. Oh, man. Damn, sounds pretty serious. Should I call an ambulance now before it's too late? Maybe. All I can say is, watch out for my costume in 3 days. Oh. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Aerith's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Alter, so ein Gespräch mit dem kleinen Bruder ist, das ist voll super. Okay. I'm sorry, dude. She's cheating on you. Shut up. Aunt, I don't even care if I can't go. Because I have secret stuff to do. Alone. Of course you do. Wie geil er nochmal die Tür aufgemacht hat, hinter dem Rücken und dann zu Akro war. das ist cool gemacht. Okay, was ist hier los? Sein Zimmer. Sein Zimmer wird interessant, weil im Zimmer des Protagonisten... Oh, was ist hier los? Wer ist Harf? Ey, Diaz, ich habe gehört, du wirst Murphy flachlegen. Oh mein Gott, was zum Geier? Was ist denn das wieder für einer? Ich will nicht wissen, wer. Ist das der Nachbar? We almost got caught by a crazy old dude. But it was such a blast. This was such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. Ist das eigentlich so ein Army-Ding? Im Jugendzimmer so ein schwarzes Brett zu haben, wo man Zeug hinhängt. Ich habe das bei niemandem in meinem Leben gesehen und auch bei mir selbst nicht. Und ich weiß nicht, was das für eine Sache ist. Und kann das sein, dass deren Geräte für 2016 ziemlich hinten nach sind? That would be sick to just go tag the world. That would cut my arm off if I got a tat like that. Das ist ja auch ein beschissenes Tattoo. I really like that one. I don't totally suck. Hat er gezeichnet? Das ist cool. Kann man machen. Das ist echt ein cooler Zeichenstil. Daniel. Thanks, Daniel. I'll treasure this gift always. And promise me, I'll never make varsity at this rate. Whatever it says. Hey, das ist ein Silberpokal. Das ist doch nicht so schlecht, oder? Told them not to take a picture of me after the race. I look like a sweaty pig. Vor allem der kleine Bruder, wie er halt voll rumstylert. Ach ja. Das ist voll super. Okay, das Skateboard. I should practice instead of putting it up here. But it looks pretty rad. Blue-eyed girls were waiting and he was drowning in the spray. I think I know what to ask for Christmas. Oh, finde ich cool, dass sie diesen Sprecher dann diese Musik so nachsingen im Kinderzimmer. Das macht die Welt ein bisschen lebendig. Lila was belting out so hard during that show. She lost her voice for a week. Was hat er denn da drin? Kondome? Wenn da jetzt keine Kondome sind, bin ich ja fast enttäuscht. Oh, hi Gunther. Sorry. You stay hidden here. Natürlich sind da Kondome.
das wäre jetzt auch wirklich. Daniel was ready to be an uncle yet. Dad wants me to keep this junk as backup. Right. Also ich sag immer so, wenn ich das alte Handy, wenn das noch funktioniert und nicht kaputt ist, dann behalte ich es auch immer. Ich habe mein altes Handy auch noch im Betrieb mit der zweiten SIM-Karte. Damn. I still have like 10 books left in the series. I won't finish until I'm 20. Warum kann man da nicht durch reinblättern? Ich hätte das gerne mal gesehen, was die da so machen in dem Buch. Okay, Laptop wird noch interessant, der wird wahrscheinlich ein bisschen länger Zeit verbrauchen. Very funny, Lila. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Was haben wir hier? Eine Haschpfeife. Das ist auch ein wichtiges Utensil für die Party. My first hangover. Dad laughed at me so hard when I came back home. Hausparty zum Schulende. Freitag, 12. Juni 2016. Jawohl. Man, I so don't want to work this weekend. Okay, ich denke, jetzt schauen wir uns noch den Laptop an, dann sind wir eigentlich schon wieder durch hier in dem... Sorry, Lila. I'm just not a selfies kind of guy. Okay, er hat schon mal einen Hund als Profilbild. Er soll ein... ja. Okay. Don't be a stalker, Sean. Ich will da runter scrollen. Hey, der lässt mich tatsächlich nicht stalken. Warum nicht? Man, this is taking forever. Do they want me to pay for it? Mhm. Oh my god. The internet was a mistake. No lolcat attack. Not safe for work. YouTube. Gefällt mir. Kann man mal machen. Okay, jetzt habe ich eigentlich alles angeschaut soweit, oder? Ich habe mich noch nicht hingesetzt auf den... Lila will survive if I take 5 to practice my drawing. I should take a good look at the subject before drawing. Okay, da, ist das jetzt ein Special cool. Feature oder so? I think I'm ready to draw this. Bewege die Kamera mit R. Okay, ja. Er zeichnet einfach sein Zimmer. Okay. The lighting is nice. It's been a while since I've sketched my room. Pretty good. But I can add more details if I want. Oh. Cool. I think I'm ready to draw this. Ist das so seine Spezialfähigkeit, dass er so krass Sachen zeichnen kann? My room almost looks cool on this. Not an easy task. Good job. Okay. Beginne irgendeine Zeichnung in Episode 1. Okay, das wird wahrscheinlich wieder so ein Gimmick sein, dass sich eine Zeit lang hinauszieht, dann immer in den Spielen. Filmplakat haben wir noch nicht angeschaut. How many times have I watched it? Okay. Not enough. Dann sind wir hier fertig, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja noch den Keller gehabt, ne? Also, den schauen wir uns jetzt auch mal an, noch den Keller. Da gibt es bestimmt noch Zeug zu sehen. Oder jetzt kann ich so... Right, Dad. Schauen wir mal, was hier Where los do ist. You put the Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. Well, of course. He asked Daniel too.
Daniel haut dann auch Zeug drauf. Coole Sache. Skiausrüstung. Ja, da haben wir ja vorhin ein Bild gesehen, dass die da schon zu dritt. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Okay, was haben wir noch hier? Ah, da ist die Decke. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Vor allem nicht, wenn sie mitten im Keller verstaut ist. Ich schätze mal nicht, dass sie irgendeiner oben vermisst. How long is he gonna keep all this shit? Das sind doch Akten oder Steuerunterlagen. Die muss man doch eh aufheben, oder nicht? Daniel destroyed our old nativity scene. Sorry, baby Jesus. Dad should just sell that other bike. Ah, das Frauenfahrrad, ja. Das ist wahrscheinlich von der Mutter, oder? Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Man hat ja auch bei Captain Spirit nicht sogar ziemlich nicht gleich gewusst, was mit der Mutter los war. Und hier ist jetzt auch keine Mutter. Das wird bestimmt noch eine wichtige Sache sein. Am I hearing things? Somebody trying to scare me? Not Halloween yet, man. Hey. Since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure, can do. Ich soll dem Dad den Schraubenschlüssel bringen. Okay, mach mal das. There's no wrench here. Ah, shoot, must be somewhere else then. Take a look around. I know I left it nearby. It's a 16mm reversible flex wrench. Jeez. That was definitely my plan for tonight. So, yeah. So. Hold on. Ach, übrigens. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber mit der Beschreibung, die der Vater mir gerade gegeben hat von diesem Werkzeug, hätte ich, wenn es nicht, dass das einzige Schraubenschlüssel, der hier gehangen hat, gewesen wäre, nicht gewusst, was das überhaupt ist. Ich bin handwerklich so ein Noob. Hey, I got it. I think. It should have a flex head. I can't reach that bolt otherwise. Ach, er hat gar nicht das richtige Werkzeug bekommen. Ja, seht ihr, das meine ich. Ziemlich noobig. Da hängt nämlich noch so ein liegt noch so ein Ding rum. Was erwartet der Typ auch von mir? Als würde ich wissen, was sein komischer 16 noch was Schlüssel ist. Na, I need one with the black switch on it, so I can change its direction. Verdammte Kacke, dann sag halt einfach. Hey, did you get your English midterm back? Yeah. I got a B. A B? But you were so confident about the essay you wrote. Yeah, I think Mrs. Calloway is just prejudiced against Vonnegut. Also mein Vater wäre jetzt schon nach dem zweiten Mal, wo ich ihm das falsche Werkzeug gebracht habe, einfach rausgefahren, hat sich das Ding genervt selbst geholt. Wrong size. Was ist los mit dir? Okay, hey, forget it. I'll do it with this one right here. Ach wirklich? Ach, der funktioniert. Und warum machst du es nicht gleich so? Oh shit. All right, never mind, enough of this. I'm done. Hey, quick tip, my son. Go Google wrenches and see what you can learn. Yeah, sure. I know it's not your thing, but you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering, I don't care. As long as you put your heart into it. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me, took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico, to Puerto Lobos. But until then... Ugh, I've heard this one before. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. Ugh, come on. It's wicked.
I'm just not used to driving. You better get used to it, or you'll be taking your date to prom on the number 30 bus. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock-blocking is. He looks up to you, Jean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, by the way... Ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? Ja, komm, man muss zu den Eltern mega ehrlich sein, ey. Das ist wichtig. Yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's got to get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah, why not? You did a good job on the lawn. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Das habe ich mir nämlich gedacht. Thanks, komm, das ist ja wohl wirklich okay dann. Just be careful. Sei zum Daddy einfach okay? Ehrlich. I know what dann kind ist das schlimmer, als ihn anzulügen. Bei mir im Let's Play lernt ihr noch was. Gerade wenn ihr auch in dem Alter seid, Leute. Damit macht ihr euch keinen Gefallen. Don't worry. We got smartphones and stuff. We can call a ride if we need it. And I can always text you. I try not to. Or you know, you could have set my friend request on Facebook so I could keep an eye on. Oh my god. Okay, I have to go. Thanks, hey, Dad. Hey, not so fast, Shawnee boy. Don't you think your papito deserves a hug? Ugh. Okay, have fun, but not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. I love you too, hijo. Seht ihr, Leute, so müsst ihr mit eurem Vater umgehen. Dann ist alles cool. I would be fucked if I had to help Dad in the shop. It'll be weird having my own car. But then I could take Jen out. If she wants. Okay, ich denke, wir haben es soweit. Wir haben auch, glaube ich, alles jetzt gesammelt, was wir für die Party brauchen, oder? Also, gehe ich jetzt auch mal von aus, er hat jetzt nichts mehr gebraucht, glaube ich. Kann man das irgendwo nachgucken? Meine Tasche packen, okay. Meine Tasche packen ist jetzt mein Ziel. Dann mache ich hier jetzt packen. Finally ready to go. Time to Skype Lila on my laptop. Okay. Ich würde sagen, ich denke jetzt, dass die nächsten Aktivitäten führen dann zur Party. Und es ist doch jetzt ein ganz guter Abschluss. Wir haben unser Zeug zusammengesucht, wir haben mal die Familie kennengelernt, wir haben die beste Freundin kennengelernt und was bei dem so grundsätzlich mal abgeht. Und ich würde sagen, das war doch ein super Einstieg in Life is Strange 2. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, was dann noch passieren wird. Und was denn jetzt dann passiert, wenn er außerhalb seines familiären Umfelds ist. Aber bis dahin würde ich mal sagen, belassen wir es mal hier und sind für den Part mal am Ende. Und dann sehen wir uns im Part 2. Und dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.